Oh, da gibt es ein Problem, um Gottes Willen. Muss jemand mal eingreifen vorn. Hoffentlich können wir jetzt bald starten. Die Fahne geht nach oben. Jetzt könnte es soweit sein gleich. Und Boxen auf für das achte Rennen, Preis der 137. Bad Harzburger Galopprennwoche. Das Feld formiert sich vorbei am 1000 Kilometer Start. Am schnellsten auf den Beinen ist hier Florida führt vor Vive l'Ami. Dann Burschentanz mit Silara gemeint. Nächste Pärchen bilden All Win mit Schumann. Ganz hinten erkennt man die Lady Connected. Das Feld bereits ausgangs der Gegengeraden. Mit dem Kommando von Florida führt hier vor Truman. Der nimmt jetzt die Spitze vor Vive l'Ami. Dann Burschentanz. Weiter geht's dann mit der Programm Nummer 1, das ist Tilara, etwas Luft dann zu Allwin, nochmals Abstand zu Connected. Das 7er Feld gleich zu Beginn des Dobritzer Bogens. Truman kann sich hier lösen, geht hier vom Feld weg, mit 4, mit 5, mit 6 Längen vor Vive l'Ami. Dann Florida hat ihren Platz eingebüßt, dann Tilara mit Burschentanz. Abstand dann zu Allwin und schließlich Connected, letztes Pferd und veränderbar vorn. Wird ein Fass aufgemacht von Truman. Oder besser gesagt von Philipp Minarek, der führt ja relativ souverän vor dem rot-weißen Vive l'Ami dann außen. Jetzt Lara macht ebenfalls Boden gut und stößt jetzt etwas näher zu Truman heran. Der kommt jetzt gleich in die Gerade. Noch hat er einen Vorteil. Erste Angreiferin ist dann Tilara, mit dabei auch Vive l'Ami und jetzt noch bis zum Pfosten reichlich 300 Meter. Jetzt tendiert das Feld ja auch nach außen, jedenfalls drei Kandidaten, aber vorne nach wie vor, das ist innen Truman mit Vive l'Ami und ganz außen hier Tilara. Truman ist noch vorn vor Vive l'Ami, in der Bahnmitte kommt hier Burschentanz und ganz außen Tilara. Ganz außen Tilara müsste vorn sein, schwer auszumachen, Tilara im Kampf mit Truman und Tilara auf der Siegerstraße. Tilara gewinnt mit Maxime Pecheur vor Truman. Dritter wird dann, oder das war noch zweiter, denke ich mal, war ja noch Allwin ganz knapp vor Truman. Dann Connected ebenfalls dicht auf. Die nächsten Ziele sind Burschentanz, Vive l'Ami und weit zurück folgt hier die Nummer 5, Florida. Mit dabei auch Vive l'Ami und jetzt noch bis zum Pfosten reichlich 300 Meter. Jetzt tendiert das Feld ja auch nach außen, jedenfalls drei Kandidaten, aber vorne nach wie vor, das ist innen Truman mit Vive l'Ami und ganz außen hier Tilara. Truman ist noch vorn vor Vive l'Ami, in der Bahnmitte kommt hier Burschentanz und ganz außen Tilara. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reihenfolge vorläufig für unsere achte Prüfung. Auf der Karte stand der Preis der 137. Bad Harzburger Galopprennwoche. Die geht, wie schon mal sagte, vom 23.07. bis zum 31. Juli, insgesamt 6 Renntage auf dem Programm. Es gewinnt diesen Ausgleich 3 vorläufig die 1, Tilara, der Siegreiter Maxime Pecheur. Zweites Pferd die 6 nach Fotofinish, ganz knapp vor der 9 Truman. Noch einmal die ersten 3 vom 8. Rennen. Es gewinnt die 1, Tilara, vor der 6 Allwin und der 9 Truman nach Fotoentscheid. Damit ein weiterer Erfolg für das Quartier von Claudia Barsig. Tilara erfolgreich in den Farben von Frau Kloß und der Sieg geht auch an Maxime Pecheur. Es war Jahreserfolg Nummer 17. Insgesamt 178 Siege stehen für Maxime in seinem Buch. Er war vor allen Dingen auch siegreich in Frankreich und in der Schweiz.